kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Reaction-Video. Heute bin ich mal wieder nicht alleine. Der gute Evil Seven ist auch mit dabei. Hallo. Hi zusammen, grüßt euch. Und wir wünschen natürlich nochmal nachträglich frohe Weihnachten. Mhm. Wir haben ja vor, boah, wie lange ist das eigentlich schon her? Schon ein paar Wochen her, ne? Ja, fast 2 Monate, ne? War ja. Halloween, ne? Ja, kurz nach Halloween kam ja so ein kleiner Aufruf, wo wir einige Anforderungen gestellt haben für Weihnachtsvideos. Und viele haben sich beteiligt. Wir haben jetzt insgesamt 15 Videos gefunden. Vielleicht kommen in den kommenden Tagen noch neue Videos dazu. Vielleicht haben manche das ja doch nicht geschafft. Und dann würden wir vielleicht nachträglich noch drauf reagieren. Oder es zumindest genau. Auch noch anderweitig erwähnen. Viele Leute haben mitgemacht. Erstmal cool, dass so viele Leute mitgemacht haben. Wir sind sehr gespannt auf die Videos. Wir wollten jetzt mal alle durchgehen. Dann nochmal die Info. Wir machen daraus 2 Parts. Ein Part kommt bei mir, der andere kommt bei Evil auf dem Kanal. Und alle Links zu den Videos sind natürlich in der Beschreibung. Also checkt auch mal gerne die Hauptkanäle dann ab. Und gebt dem Video ein Like. Lasst mal einen Kommentar da. Gerade wenn man einen kleineren Kanal hat, dann hilft das. Ne? Deswegen sage ich es hier nochmal. Und ich denke, wir gehen jetzt einfach mal durch, Video für Video, und schauen uns alles an, ne? Ja, ich bin schon sehr gespannt, was ihr alle da gezaubert habt. Ja, ich bin jetzt auch gespannt auf dein Video, damit wollten wir nämlich jetzt anfangen. Ich hoffe, du bist auch sehr gespannt auf dein Video. Vielleicht warst du schon mit ein bisschen Glühwein-Intos und hast schon vergessen, was du gemacht hast. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich bin schon sehr auf deine Reaktion gespannt. Mal schauen, was du davon hältst. Okay, ja, dann let's go. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. La 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 la. Was machen die denn da auf dem Brückengeländer? Kleiner Tipp. Ich würde den Schnee erst vom Boden wegräumen. Dann gibt's auch keinen Ärger mit dem Ordnungsamt. Falls hier jemand ausrutscht. Und frohe Weihnachten. Hat der gerade mit uns geredet? Ach scheiße, jetzt ist der Boden wieder zugeschneit. Warum kann Meister Pyroka nicht noch einen Feuerregen starten? Mir egal. In 5 Minuten ist Feierabend. Dann lasse ich den Besen fallen und gehe rüber zur Taverne. Dort saufe ich mir ein, bis dieser ganze Feiertag-Scheiß vorüber ist. Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Ich bin Bruder. Ja, schon klar. Lass mich endlich rein. Es ist saukalt hier draußen. Wieso? Über Korinnes liegt aktuell ein Tiefdruckgebiet, welches die kalte Luft aus Nordmar herbeiführt. Durch den hohen Druckunterschied schiebt sich die kalte Luft. Nein, wieso willst du ins Kloster? Ach so, ich wurde zur Weihnachtsfeier eingeladen. Was für eine Weihnachtsfeier? Die von Pyroka. Hi! Oh, hi Lester. Warum erzählt mir hier draußen? Schön, dass du es doch geschafft hast. Ich hoffe, du hast mich nicht für das Wichteln gezogen. Nee, keine Sorge. Das Schaf ist nur für den Eintritt. Wieso für den Eintritt? Der Eintritt zum Kloster kostet ein Schaf und 1000 Goldstücke. Das ist jahrelange Tradition. Was für eine bescheuerte Tradition. Da wird man zu einer Weihnachtsfeier eingeladen, sagt alles andere ab und muss dann noch 1000 Gold bezahlen. Unverschämt. Hätte ich lieber Gregs Einladung angenommen und jetzt schön Cocktails am Strand geschlurft. Du darfst rein. Ich warte noch auf mein +1. Ach, danke, Lester. Wusste, ich kann auf dich zählen. Sorry. Ich habe schon ein +1. Wen denn? Hey, Leute! Hi, Milton, da bist du ja endlich. Komm, wir gehen rein. Zoe, meine Rekio-Teleportation hat aufgrund von Witterungsbedingungen nur bis zur Taverne funktioniert. Den Rest musste ich mit der S-Teleportation zurücklegen. Die hatte natürlich auch Verspätung aus vorheriger Teleportation. Ach, kein Problem. Bin selber erst vor kurzem angekommen. Warum ist Milton dein +1? Weil er sich zurzeit kein Schaf leisten kann. Aber Milton, du bist doch Feuermagier. Du musst doch reich sein. Außerdem darfst du doch als Feuermagier jederzeit hier ein- und ausgehen. Reich an Wissen. Aber als Feuermagier-Student bleibt am Monatsende nicht viel von meinem Fachwerk übrig. Außerdem habe ich mein Studium im Minental gestartet. Hier habe ich nie meine Anmeldegebühr gezahlt. Ach so, deswegen stehst du auch ab Kapitel 3 nur vor dem Kloster rum. Aber warum teleportierst du dich nicht einfach in das Kloster? Jetzt lass uns schon reingehen. Auch wenn jetzt die Sonne rauskommt, friert mir langsam mein Sumpfkrautstängel ab.
Lassen die mich jetzt echt hier zurück? Nette Freunde. Komm jetzt, lass mich doch einfach rein. Bisher hat jeder sein Werkzeug gezeigt. Außer dir. Wo soll ich denn an Heiligabend noch ein Schaf bekommen? Was weiß ich? Wo holst du dir denn sonst deine Schafe? Ach ja, bei Pepe kann ich mir eine Liese kaufen. Oder schöner nicht. Übergang. Ausverkauft. Danke. Wegen Weihnachten. Also langsam vergeht mir die Lust nach Weihnachten. Hm, vielleicht hat Xara seine Idee. Ist Minecraft-Schild. Mhm. Habe ich einen eigenen Greenscreen-Raum gebaut in Minecraft. Geil. Abracadabra, die Knochen werden krachen. Es ist Zeit, hier mal wieder sauber zu machen. Hexadas, was machst du da? Ach, ich übe gerade an einer besonderen Beschwörungstechnik. Achte mal auf das Skelett. Das hört sich nicht so gesund an. Aber guck mal, was es jetzt macht. Das gehört von jetzt an zu der Grundausstattung meiner Türme. Fegende Skelette. Geil, oder? Naja. Ist ja auch egal. Was bringt dich zu mir? Nun, dass diese Weihnachtsfeier im Kloster und ich weiß nicht, ach, wie... Ach, scheiße. Das ist heute? Ja. Oh, dachte, die wäre morgen. Und ich habe noch kein Geschenk für meinen Wichtel. Hm. Was habe ich denn hier noch so rumliegen? Ah ja. Gut, dass ich ein Windy-Skelett beschworen habe. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich das hier mitnehme, oder? Ah, da ist dein drittes Bein. Danke für die Erinnerung. Schöne Weihnachten dir. Wieso? Wir feiern doch zusammen. Ey, Moment mal. Hey, Xardas, warte. Ach, verdammt. Von wegen Fest der Liebe. Ich werde hier echt von jedem allein gelassen. Wer war denn der unsichtbare Alchemist? Wo finde ich jetzt bloß ein Schaf? Original Xardas. Ich habe mal gemacht und ich dachte, das ist eigentlich ein cooler Zaubereffekt, wenn die Flasche immer so hoch fliegt. Ja, ich dachte gerade schon, da kommt gleich noch eine Anspielung drauf und dann war das aber so ein bisschen Hintergrund. Ne? Genau, war einfach nur Hintergrund, ja. Aber cool. Ach, das habe ich eben gar nicht gesehen. Gut getarnt. Gut, dass ich in diesem Rahmen auf deine XP verzichtet habe. Kannst du mich verstehen? Komm mit. Oh. Geht doch. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so einfach mitkommt. Das ist ja die gute Liesel. Alle Schafe sind Liesel. Genau. Pedro. Der hätte sich echt was Wärmeres anziehen sollen. Na toll, da hätte ich mir die schnelle Wanderung auch sparen können. Verdammt, der Schlüssel ist festgefroren. Dann kletter ich wohl über die Mauer. Tja, das heißt dann wohl Abschied nehmen. Ja, ja, du mich auch. Es war echt nervig, das mit Pedro zu filmen, weil der ja immer nur 20 Sekunden eingefroren ist. Ja, das glaube ich. Das stelle ich mir schwierig vor, ja. Aber sehr coole Idee. Danke. Ich meine, er hätte sich mal wirklich was Schöneres anziehen können, ne? Mhm. Deswegen trägt er, hält ja auch den Pelz. Lester. Warum musste ich auch auf den Steinboden springen? Wo sind denn alle? Was soll der Lärm? Was machst du hier? Oh. Hi Pyroka. Coole Weihnachtsmütze. Die ist Teil von meinem Feuermagier-Schlafanzug. Aber Junge, es ist 3 Uhr nachts. Wir wollen ein paar Leute schlafen. Ach scheiße. Ich wusste doch, dass ich spät dran bin. Na, dann brauche ich auch nicht mehr das Geschenk für Angar mit mir rumzuschleppen. Mann, was ein beschissenes Weihnachten. Werde diesen Scheiß nie wieder feiern. Was wollte er? Keine Ahnung. Er wollte wohl schon sein Wichtelgeschenk für die Feier morgen Abend vorbeibringen. Hm, einen Sumpfheizahn? Solange der nicht für mich ist, ist mir das egal. Lege es einfach unter den Weihnachtsbaum. Okay. Ich gehe jetzt schlafen. Na super, die Tür war die ganze Zeit nicht abgeschlossen. Wie, es kommt mir noch mal jemand mit einer Weihnachtsfeier an. Mann, war das peinlich, einen Tag vor Weihnachten im Kloster aufzukreuzen. Immerhin habe ich diese coole Mütze bekommen und einen Tag mehr Zeit, um nach einem vernünftigen Geschenk zu suchen. Ja, das war auf jeden Fall schon mal sehr geil. Ich stehe auf. Oh, da geht schon das nächste Video los.
Mega geil. Ja, danke dir. Bin richtig begeistert. Also da waren natürlich mal wieder sehr viele coole Anspielungen aufs Spiel selber dabei. Da waren sehr viele coole Anspielungen auf die Community wieder mit bei. Mhm. Technisch bei dir ist das sowieso immer mega cool umgesetzt. Gerade ja in den letzten Wochen haben wir ja auch diese neuen Möglichkeiten mit Kamerafahrten und sowas durch, warte mal, wie heißt die? Easy Gothic Machinima Making Mod? Genau, Machinima Making Mod, genau. Igi, MMMMM. MMMMM. Ja, mega cool umgesetzt. Also ich wurde perfekt unterhalten mal wieder, wie immer bei dir auf dem Kanal. Dein letztes Pokémon-Video, das fand ich auch schon richtig geil. Freut mich. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das auch mal aus. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und man sieht, also die Videos werden immer aufwendiger und da steckt so viel Mühe drin, aber es lohnt sich dann auch wirklich, ne, wenn man die Endergebnisse dann sieht. Also ich bin gespannt, was du in Zukunft noch so zaubern wirst. Und das Weihnachtsvideo, ich denke, alle Punkte sind erfüllt worden. Ne? Alles war drin. Mit dem Kamin habe ich erst ganz vergessen, ne? Und da habe ich dann einfach nur noch schnell so diese Outro-Sequenz vor dem Kamin gefilmt, weil... Ach so, ich dachte, das wäre so der schöne Abschluss, weil ich meine, hat ja auch gepasst, dass Xardas da sich blamiert hat. Nee. Ja, genau. Also es war eh noch ein bisschen kurzfristig alles. Es sollte eigentlich auch noch so eine Wichtelrunde geben mit all den Geschenken. Aber habe ich es dann jetzt so schnell zum Abschluss gebracht, weil dann Weihnachten ja auch vor der Tür stand. Aber ich denke, es ist so auch ganz lustig geworden. Nee, also lustig auf jeden Fall, technisch gut umgesetzt. Ne? Gerade diese Weihnachtsstimmung mit der Nordmann-Musik von Gothic 3 passt auch immer. Also richtig, richtig schön. Das war schon mal ein schöner Einstieg. Und ja, danke. Ja, schreibt mir auch gerne eure Meinung zu den Videos in die Kommentare. Und natürlich, ich glaube, ja, die meisten haben ja auch da. Aber am besten schreibt es auch dem Creator selbst unter die Videos. Ne? Das ist auch dann noch besser. Gerade bei den anderen Kanälen, die wir uns gleich dann noch angucken werden. Genau. Okay, dann würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Video. Gut, dann machen wir mal weiter mit meinem Video. Das hat ja Evil auch noch nicht gesehen, deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Und let's go, ne? Jo. Kümmerliche Vorstellung. Unsere Videos fangen ähnlich an. Ja. Hast du das Pfeifen auch mit Voice Conversion gemacht oder hast du es selber eingepfiffen? Das habe ich selber eingepfiffen und dann einfach ein bisschen tiefer, glaube ich, gestellt. Okay. Ja, sehr cool. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, hier so eine Unordnung hinterlassen zu haben. Oh. Es ist Zeit, hier mal wieder sauber zu machen. Hey, untoter Diener. Ihr habt mich gerufen, Meister. Was kann ich für euch tun? Warum sieht es hier so aus? Da liegen Leichen. Hier liegen irgendwelche Kräuter, die ich nie benutzt habe. Da liegt ein toter Dämon. Was ist hier eigentlich los? Mach deine Arbeit und räum hier auf. Ich werde mich mit Freunden sogleich an die Arbeit machen. Tut mir leid für die Unordnung. Das will ich aber auch hoffen. Ich hätte bei Skeletten bleiben sollen. Na, das ist so ein Arsch. Heute ist Weihnachten und ich muss trotzdem arbeiten. Held. Was denn? Hast du das Auge Inno schon gefunden? Och Mann, Xardas, geh mir doch bitte nicht auf den Nerven. Es ist Weihnachten. Ich geb dir gleich Weihnachten. Geh los und hol das Auge Innos. Die Drachen. Die Drachen sind morgen auch noch da. Also bitte nerv jetzt nicht rum. Ich hasse Weihnachten. Ja, das musste ich mir letztes Jahr auch schon anhören. Moment mal, letztes Jahr? Heißt das, du hast ein Jahr lang nicht das Auge Innos gefunden? Ist doch jetzt nicht so wichtig. Ich habe ein Geschenk für dich. Was ist das? Ein Sumpfheizahn. Nur für dich. Willst du mich beleidigen? Was soll ich mit dem Scheiß? War nur Spaß. Ich habe was richtig Gutes für dich besorgt. Du bekommst gleich Besuch. Besuch? Von wem? Doch nicht etwa von Nadia. Warte mal, du kennst Nadia? Nein, wer ist es denn? Jemand ganz Besonderes. Eine Person, die du von früher kennst. Wer ist es denn? Keine Sorge. Er ist jeden Moment hier. Er? Was? Du holst ihn zu mir nach Hause? Bist du denn verrückt? Beruhige dich doch, mein Bruder. Ich bin hier, um zu reden.
Ich lasse euch beiden dann mal alleine. Ihr habt sicher viel zu besprechen. Ja, Bruder ist ja nur, weil die Feuermagier nennen sich ja auch oft Bruder. Ach so, ja. Okay, ja, stimmt. Und er war ja mal Feuermagier und deswegen dachte ich so, er passt zu Weihnachten, er kommt und ja, nennt ihn sogar Bruder. Okay. Salas, es ist Weihnachten. Komm, heute sind wir versöhnlich und sprechen miteinander. Oh Mann, ich hätte meinen Turm nicht auf diesen Berg bauen sollen. Es war klar, dass du früher oder später hier vorbeikommst. Dass du auch immer dieses Magier-Klischee erfüllen musst. Oh, ich wohne in einem Turm und den stelle ich dann noch auf einem Berg. Aber ich bin super geheim und lebe im Exil. Ich dachte, heute ist Weihnachten und wir wollen nicht streiten. Ganz ehrlich, ich kam mit guten Absichten. Der Held hat mich überredet. Er meinte, wir sollten uns treffen und reden. Wir würden uns sicher gut verstehen und könnten zusammen gegen die Bedrohung der Welt arbeiten. Aber ganz ehrlich, schon alleine, wenn ich dich sehe, widerst du mich an. Du hast dich damals den Bösen verschrieben, Xardas. Du hast auf unseren Orden gespuckt und alle heiligen Riten missachtet. Wenn das so ist, da ist die Tür. Du kannst gerne wieder gehen. Nein, ich werde nirgendwo hingehen. Aber du wirst gehen. Und zwar direkt zu Belia. Sag mal, kann man euch zwei Idioten nicht einen Moment aus den Augen lassen, ohne dass sie immer irgendwelchen Blödsinn macht und anfangen zu streiten? Wart was, ich hab mich mit niemandem gestritten. Hugo ist hier aufgetaucht. Einfach so. Ich hab ihm gesagt, er kann gehen. Aber er wollte nicht und hat direkt wieder angefangen rumzuschreien. Aber er hat mich provoziert. Er hat mich provoziert. Sag mal, wie alt bist du eigentlich, Pyroka? Als Strafe werde ich dich jetzt in ein Schaf verwandeln. Nein, bitte nicht. Und genau wegen solchen Dingen hasse ich Weihnachten. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Salas, in der roten Laterne ist eine Weihnachtsfeier. Hast du nicht Bock mitzukommen? Nadja ist auch da. Du magst sie doch. Ach nee, lass mal Vatras. Ich hab heute keine Lust mehr. Das war schon genug Stress für mich. Tja, dann hast du halt Pech. Aber so ist auch mehr für mich da. Gut, ich bin da mal weg, ne? Frohe Weihnachten, Xardas. Ja, ja, dir auch. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Da, 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 da. Warte mal, was ist das für Musik? Untoter Diener, du kannst ja mega gut tanzen. Was ist hier eigentlich los? Meister, ich kann alles erklären. Ich wollte gerade aufräumen und dann kam der Held und. Ach, weißt du was? Scheißegal. Lasst uns tanzen. Oh ja, ich ruf doch eben meine Leute an und dann geht's ab. Moment mal, was? Geil. Ja, die Tanzanimationen sind schon richtig gut gemacht. Also, die sehen so genial aus. Ja, die sind heftig. Die sehen so smooth aus. Geil. Armer Pyroka. Ja, der arme Pyroka. Der hatte kein schönes. Dass da so eine Träne aus dem Auge rauskommt. Ja, das wäre wirklich noch gut gewesen, so ein i-Tüpfelchen. Ja. Ja, geil. Richtig cool gemacht. Auch echt mit so einer Wendung, wo ich jetzt eigentlich nicht so mitgerechnet hätte. Dachte so, ja, es wird so eine normale Weihnachtsfeier, aber einfach so Xardas, dass er keinen Bock hat und alle wieder direkt wieder wegschickt. Ja, die Sache war ja dieses Klischee auch so. An Weihnachten verstreitet man sich ja immer. Ne? Man kommt eigentlich mit guten Absichten und dann kommt am Ende da vielleicht doch ein Streit. Geredet, ne? Haben wir eben sogar noch drüber geredet ein bisschen, dass sowas manchmal passiert. Und ja, deswegen dachte ich es hier. Aber einer hatte ja ein schönes Weihnachten und zwar der untote Diener. Der erst arbeiten musste und traurig war. Ne? Ja, und dann doch keinen so schlechten Chef, wenn er ihn feiern lässt. Ne? Richtig, dann war es auch immer scheißegal. Und Xardas hat sich erbarmt und so hatte der untote Diener ein schönes Weihnachtsfest und ja, ich glaube, der Held musste das auch eh noch nicht suchen, war auch zufrieden. Aber es ist eine coole Idee, so quasi so einen Diener einzuführen, der da auch heimlich versucht, irgendwie so Rituale auszuführen, die dann schiefgehen oder ja. Wieder sauber machen muss, wenn der große Meister zurückkehrt. Das war halt auch so eine Grundidee, dass ich dachte halt, dass ich mit dem Diener vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr mache.
Und das war ja auch so der Witz, cool, dass du es nochmal ansprichst, dass er unten selber irgendwas macht, er hat Leute umgebracht und Xalas nimmt das aber so einfach so hin. Ja, ja, muss man einfach mal wieder sauber machen. Ne? Genau. Ja, dann. Sehr cool gemacht. Dankeschön und ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten Video. Ja. Gut, dann geht's weiter mit einem Sketch von Flex. Achso, ich habe vorhin den Titel gar nicht vorgelesen, ne? Von unseren Videos. Bürokasse Weihnachtsfluch. Gothic 2 Weihnachten und Gothic 2 Sketch TTS. Let's go. Jo. Danke Xadas, dass ich mir hier zu Weihnachten unterkommen kann. Das Leben als Wirtschaft ist nicht einfach. Immer zu Weihnachten verwandle ich mich in ein Schaf und laufe Amok. Das ist ja voll witzig. Geil. Das passt. Das ist einfach die heimliche Fortsetzung von deinem Sketch. Ich weiß nicht, ob der danach entstanden ist oder ob das wirklich Zufall ist, aber das ist ja mal mega witzig. Cool. Oh, okay. Dieser verdammte Fluch. Ich hasse Weihnachten. Klar, ich bin ja nicht ganz unschuldig an dem Fluch. Nimm diesen Sumpfheizahn, der sollte den Fluch etwas bändigen. Danke. Du bist ein wahrer Freund. Das ist auch so richtige RPG-Logik. Einfach nimm diesen Sumpfheizahn. Ja. Random Gegenstand, der wird dir helfen. Ja, okay. Am Abend dann? Oh, bei Innos. Es beginnt. Xalas ist hinten. Er hat sich extra versteckt. Ja. Zum Glück bin ich hier in Sicherheit. Ich glaube kaum, dass der Sumpfheizahn etwas bewirkt. Oh, jetzt haut er ab. Ich sollte mich befreien und ihm besser folgen. Doch das Wehrschaf war schneller. Oh Gott, bring euch in Sicherheit. Es ist das Wehrschaf. Mist, ich bin zu spät. Na, wen haben wir denn da? Ich nehme mich mit. Hatte so einen Stock. Wir werden eine schöne Zeit zusammen haben. Ich nenne dich Liesel. Es ist Zeit, hier mal wieder sauber zu machen. Ah, okay, es geht noch weiter. Boah, ich fand auch gerade dieses Mäh vom Pyroka-Schaf richtig gut. Ich wünsche euch eine fröhliche Weihnachten und ein schönes Fest. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Euer Held. Ja, dir auch schöne Weihnachten, Flex. Ja, mega cooler Sketch. Cooler Sketch. Natürlich, man merkt, technisch könnte man noch einiges ausbauen, aber für den ersten Sketch, ne? Auf jeden Fall. Richtig gut gemacht, ne? Richtig gut gemacht. Das hat ausblendet, wie man die Animation startet und war eine lustige Story. Sehr random, aber sehr cool gemacht. Und aber guck mal, ja, das quasi ist quasi eine inoffizielle Fortsetzung von deinem Sketch, ne? Ja, mehr oder weniger schon. Ne? So, das ist vielleicht einfach sogar ein Weihnachten später und Vatras hat ihn verflucht und oder Xadas ist ja auch nicht ganz unschuldig, hat er gesagt. Ne? Und dann geht es so weiter, weißt du, nach diesem Treffen bei mir im Sketch wurde das Pyroka jedes Jahr wieder, immer wieder zum Wehrschaf. aber wirklich cool und ich hoffe, du machst in Zukunft noch mehr, weil auch wenn das jetzt so ein bisschen random war, wie du sagst, aber guck mal, er hat alle Voraussetzungen in einem sehr kurzen Video erfüllt. Ne? Ja, das stimmt. Keine 2 Minuten. Das ist schon echt gut. Das ist wirklich gut. Also Hut ab, Flex, und ja, frohe Weihnachten. Ja, und random sollte jetzt auch nicht schlecht gemeint sein. Ne? Ich habe trotzdem gelacht. Das hat mich gut unterhalten. Ne? Ja, ja, nee, ich glaube, dass wir gut unterhalten waren. Das kommt auch an, ne? Das war richtig gut. Ja. Ja, danke für den Sketch. Und beste Grüße. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Video von Pelzige. Das Lieblingsschaf inspired by Danny Kickham. Gothic 2 Weihnachten. Thunfisch Productions, ne? Genau, Thunfisch Productions. Das ist zwar kein Thunfisch, aber aber fast. Aber fast. Aber das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja, cooles Detail auf jeden Fall schon. Thumbnail. Ja. Let's go. Bei den Göttern. Ich wäre zu alt für diesen Scheiß. Sei gegrüßt. Ich hätte gern einen Lüttensumpfkraut. Und wofür brauchst du das? Nun ja, für die Drachen. Das Aui Innos und so. Ist sehr wichtig. Kannst du kurz Pause machen? Ja.
Ist das der Sound bei dir auch nur auf dem linken Ohr? Oder? Ja, ich habe mich gerade schon gewundert, okay. Aber ja, anscheinend ist dein Fehler unterlaufen, aber ja. Okay, glaube, ist ja nicht schlimm. Ich wollte nur wissen, ob nicht mein Headset jetzt hier gerade irgendwie abspielt. Nee, ist bei mir auch. Grundgütiger, danke. Ich werde die Freude teilen. Hallo, heißer Feuermagier. Ich hätte gerne einen neuen Partner. Er sollte genauso heiß sein wie ich. Wir sind hier nicht im Puff. Und jetzt verpiss dich. Für Innos. Für Innos. Ich würde gerne mein Lieblingsschaf als Begleiter haben. Ein Schaf? Das ist kein Problem. Danke. Komm mit. Schaf, wir gehen feiern. Der nächste, bitte. Ich würde gerne auch ein Schaf haben. Das macht jedoch sicherlich nichts aus, oder? Der gleiche Wunsch? Okay, das dürfte kein Problem sein. Nein, das geht einfach nicht. Gib ihm stattdessen einen Zettel. Ich bin auch ganz lieb zu Tieren. Bitte, 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 bitte. Nimm diese Spruchrolle. Innos ist dir gnädig. Und pass auf, nicht gefressen zu werden. Ich werde so viel Spaß haben. Happel, happel. Ach, die lag ja wirklich im... Ich dachte, die wäre so eingeblendet. Nee, ich glaube, die wurde mit Marvin dahin gecheatet. Dann schwebt die ja in der Luft. Ja, okay. Ja? Auf jeden Fall coole Idee, da so. Pyroka als Weihnachtsmann damit aufzuführen. Ja, ja, und alle kommen zu ihm hin und bitten um Geschenke. Das ist schon gut. Ja. Da wären wir. Ich besorg dir gleich was Feines. Alles fit? Jungs? Ach du Scheiße! Heiliger Robert! Das Zeug ist echt zu krass. Okay. Wo ist das Auge, Innos? Kauf dir ein Bier und ich verrat's dir. Ich hab dir genug Geld gegeben. Ich nehm dir alles weg, du Hurensohn. Oh, was? Suchende. Sag das nochmal. Gua, 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 gua. Lecker. Ich bin Pedro. Na, warte. Sag mal, haben alle zu viel gesoffen? Ah, du kommst mir gerade recht. Du musst mal kurz auf den Ofen aufpassen. Oh, ich sehe gerade. Die Landrat hat ein dickes Mürbissteak mitgebracht. Mürbissteak? Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Das wird nicht angefasst. Herr mit dem Köftespieß. Weihnachten ist ein Geben und Nehmen. Ich hab Hunger. Das kann ich nicht zulassen. Du bist ja nicht mal bewaffnet. Und jetzt? Weg da! Scheiße. Lauf. Bleib stehen, du Mistvieh. Wo ist der Braten hingelaufen? Ach, Torus, ich vermisse dich. Der dicke Oberarm, die vollen Lippen. Die Kameraführung. Aber leider musste ich das Sumpflager verlassen. Wassermann hat mich durch Konkurrenz verschleppt. Wenn es doch noch ein Weihnachtswunder gibt, dann gib mir ein Zeichen. Ich hab was gehört. Ja, Torus. Oh mein Gott. Das ist Knecht Robrecht. Ich muss ihn ablenken. Dann kann ich weglaufen. Du wirst jetzt gebellt, du garstige Schlampe. Schau mal. Da liegt ein Sumpfheizahn. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Tja, dann blass mir doch einen. Da ist er. Da ist er. Versteck dich. Oh Mann. Vor allem, ich weiß nicht, ob das eine Anspielung war. Ich habe ja auch mal genau in der gleichen Location ein da, hier liegt Stroh, Video gemacht, auch mit einem Suchenden. Ja, genau, ja.
Da ist er, ist auf jeden Fall sehr passend. Dort hast du dich versteckt. Hab ich dich endlich. Flachzange, komm her. Hilf mal mit anpacken. Ja, mein Kapitän zur See. Ich komme. Ruka hat doch einen Nebenjob. Das hast du davon, wenn du mich die ganze Zeit durchs Fenster belaust. Belaust. Der Typ ist komplett verloren. Und jetzt, mein Freundchen, machen wir uns ein schönes Abendessen. Ich schwöre bei Innos, ich pisse dem Kerl nachher ins Bier. Wieso? Weshalb? Warum? Das war mein absolutes Lieblingsschaf. Ich bin ihm jedes Mal über den Weg gelaufen. Ich fange an zu heulen. Mir wird schlecht. Ist meine Wurst, Bruder. Was? Eine Wurst. Eine Schafswurst. Was ist denn nur verkehrt mit der Welt? Innos, habe ich nichts Besseres verdient? Heiliger Strohsack. Wildes Schaf wäre nicht so anhänglich. Bist du es wirklich? Komm doch her. Mein Kleines, du bist es wirklich. Lass uns abhauen. Ihr dürftest du sicher sein. Du kleines Schnorkelchen. Mach es dir gemütlich. Ich leg mich jetzt hin. Du kannst heute Nacht ausnahmsweise mal mitkuscheln. Na, ich finde das super lieb. Gute Nacht. Nein. Oh. Was ist hier los? Warum liegt da ein Typ in deinem Bett? Und warum liegt da ein Dolch? Und warum trägst du eigentlich gar keine Maske? Tja. Kleiner Spaß. Es ist Zeit, hier mal wieder sauber zu machen. Ich hasse Weihnachten. Oh Mann. Ja, da war auch ein bisschen Randomness dabei. Aber war doch sehr unterhaltsam. Einige Lacher. Auf jeden Fall, ja. Ne? Also auf der technischen Seite ist das natürlich noch ausbaufähig. Aber für den ersten Sketch, ich muss sagen, ey, meine ersten Sketche waren nicht so umfangreich und auch nicht so detailliert. Also vieles lernt man nach und nach. Und gerade wenn man dann so ein bisschen mehr in diesen ganzen Prozedere drin ist, dann wird das auch besser. Ne? Mhm. Und ja, ansonsten kann man aber sagen, da waren schon sehr viele lustige Ideen dabei. Und ja, wenn man das Ganze jetzt noch technisch ein bisschen verbessern würde, dann wäre das halt nochmal ein ganz anderes Level. Aber von der Grundidee, von den ganzen Witzen und Sketchen und Anspielungen, war das schon sehr gut. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also als Newcomer echt cool gemacht. Und klar, jetzt also technisch waren so ein paar Fehler drin, wie mit dem Sound oder noch ein Tipp, man kann halt auch so Gesichtsanimationen ausführen, dass man halt auch sieht, dass die Charaktere reden. Aber so genau. Von der Story war es schon echt lustig gemacht. Ja, cool. Und hoffe, du hast dann da Spaß dran gefunden, machst vielleicht noch mehr Sketche in Zukunft. So, ja, weil das sich gerade angeboten hat, das Video ist ja weitergesprungen, machen wir jetzt weiter mit Crazy Do Gaming. Aber sein Thumbnail ist ja auch ein Wolf, deswegen heißt es vielleicht auch Crazy Dog Gaming oder ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich schon, ne? Was denkst du? Ja, ich glaube, auch Crazy Dog ist so quasi so sein Nickname und Gaming ist jetzt quasi so sein Spielekanal. Mhm. Hat er auch schon die ein oder anderen Sketche gemacht. Mhm, genau, ja. Und macht, glaube ich, auch so Speedruns. Da habe ich auch mal neulich in einem reingeschaut. Also checkt das mal ab, wenn ihr da Interesse habt. Und jetzt, ja, starten wir mal ins Weihnachtsspecial, ne? Genau, auch ein längeres Video, fast 14 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ah ne, das hatte gar keinen Titel. Okay, gut. Genau, nur Weihnachtsspecial, ja. Ich hau mich mal aufs Ohr. Gute Nacht. Kann dieser Junge nicht einmal seinen Mund halten? Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Alle gehen mir heute tierisch auf den Sack. Ich glaube, ich gehe auch noch ins Bett, bevor ich noch Sanktionen einreiche. Ich hoffe, dass oben jeder schläft. Ich habe keinen Bock auf meine Familie gerade. Gute Nacht, Bruder. Okay.
Ich bleibe hier in der Halle. Heiland, sag nochmal. Kann Schnitt dein Mund halte? Ich bin so schlecht gelaunt. Da muss ich sogar in Schwäbisch fluchen. Gute Mensch, Nacht, hat ohne nichts aus seinem letzten Weihnachts-Special gelernt. Ich hoffe, es ist auch noch einige Weihnachten davor gewesen. Genau. Ansonsten, vielleicht, wer weiß, vielleicht kriegt er gleich sogar noch Besuch. Mal gucken. Ja, mal schauen. Achso, warte mal, ich spring mal kurz noch zurück. Ja, spring nochmal zurück. Ich habe da reingequatscht aus Versehen in den Dialog. Mann, Evil. Sorry. Du machst deinen Namen alle Ehre. Gute Nacht, Papa. Sag mal, müsstest du eigentlich nicht schon schlafen? Das ich ja nehme nochmal hier. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Immer dieses gute Nacht. Ist das auch eine Anspielung auf irgendwas? Oder ist das jetzt einfach nur ein wütender, mir sagt das jetzt nix. Ein wütender schwäbischer Mann? Das ist einfach eine neue Interpretation. Die Musik. Ja. Okay, er ist eingeschlafen. Jetzt müssen wir ganz leise nach unten. Es ist Zeit, hier mal wieder sauber zu machen. Redet er wieder im Schlaf? Oje. Okay, wir können es starten. Alles klar? Das wird eine große Feier. Ein paar Stunden später. Verdammt, was ist los? Was ist das für ein Krach? Es hört sich so an, als ob das von unten kommt. Heiliges Scheiße, was ist denn hier los? Hagen, endlich sehen wir uns wieder. War eine lange Zeit her. Inavali, auch schön, dich zu sehen. Heute ist der Tag, wo wir unsere Streitigkeiten weglegen sollten. Da bin ich ganz deiner Meinung. Wir sollten unsere Armeen zusammenschließen lassen. So haben wir eine Chance gegen den Augs. Das können wir mal unter vier Augen bereden. Aber ich wäre von dem Angebot nicht abgeneigt. Am besten treffen wir uns mal bei der Pyramide am kleinen Zelt. Haha, wie ihr sehen könnt, habe ich einen Sumpfheizanje auf den Tisch. War nicht leicht, diesen Biest zu erledigen. Das waren noch Zeiten im Mintal. Wie ich Gorn und Tigo auch hierher gebracht habe. Das erzähle ich aber nächstes Mal. Pyroka, was sagst du zu der kleinen Feier? Joa. Auf jeden Fall mal eine Abwechslung im Gegensatz zum Kloster. Aber wenn das hier nur dafür ist, dass ich zum Sonnenkreis gehe, kannst du das vergessen. Nicht mein Problem. Das gibt Ärger. Oh, scheiße. Ja, genau, das ist wirklich scheiße. Es reicht mir jetzt endgültig mit euch allen. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Mir reicht's. Ich hau ab. Ich werde als Almöni leben, damit ich für immer meine Ruhe haben werde. Ona, du bist ein Dickkopf, aber es ist Weihnachten. Egal welche Fraktion man ist, am heutigen Tage ist man zusammen als Familie. Ona, es tut mir schrecklich leid. Ich wollte nur alle glücklich damit machen. Okay. Ich hau ab. Okay. Hat er einen Herzinfarkt bekommen, oder? War einfach nur sehr wütend. Ja, das kann auch sein. Ich gehe vor Wut an die Decke, könnte man sagen, ne? Ich ist der Tag angekommen, wo ich abhau von den ganzen Möchtegern Handlanger. Ich habe mich vor einer langen Zeit selbst beschenkt, und zwar mit dem ganzen Gold, was ich mit den Idioten verdient habe. Und mit dem Gold habe ich mir diese Sachen gekauft. Heute ist wie Weihnachten für mich. Heute ist doch Weihnachten. Oha. Jetzt bin ich mal auf seine Vorgeschichte gespannt. Wow, woher hast du diese Ausrüstung her? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Ich dachte erst, er geht einfach so an ihm vorbei. Ja, ich dachte auch. Aber so auf ihn zu und dann so ein Schwenker. Ja.
Verdammt, was ist los? Irgendwas ist hier. Das Witzige ist in der Rüstung, wenn du dich so umguckst, du siehst ja gar nichts. Nee. Hier ist weit und breit gar nichts, war wahrscheinlich nur der Wind. Na gut, dann gehen wir wieder ins Bett. Ah, oh, es ist nur ein dummes Schaf. Wie war nochmal ihr Name? Liesel oder so? Ich weiß, was du hier hast und warum du von zu Hause geflüchtet bist. Aber du musst dieses eine Mal deinen Stolz weglegen und mit deiner Familie zusammen glücklich feiern. Netter Versuch, namenloser Held. Ein Mistvieh weniger. Ich glaube, ich muss mir einen anderen Ort suchen. Wie wäre es mit diesem Turm? Oh, das alle, da. Hat der Held bestimmt schon umgenietet. Oh ne, er war es. Er war es, okay. Oh ja, das ist schon viel besser. Sehr gemütlich und warm. Hier oben sollte mich niemand finden. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder ins Bett. Danach überlege ich mir, was ich aus diesem Ort hier mache. Ronald, ich bin es, Dexter. Der Typ, der da vorne tot liegt. Ich bin sein Geist. Du musst den Helden töten. Er hat mich und unseren Führer Raven getötet. Er wird auch dich töten, wenn du ihn nicht vorher tötest. Er hat es auch geschafft, dass dein Bauernhof zu einer reinen Festung aus Söldner und Milizsoldaten besteht. Ich weiß, dass du die königliche Armee hast. Stell dir vor, die vergnügen sich jetzt mit deiner Frau und deiner Tochter. Du musst dich rächen. Für uns. Für dich. Und für Belia. Denn der heutige Tag ist der Tag Inas. Und dieser Tag wird der Tag Belias werden. Ich werde mich rächen. Ist aber leicht zu beeinflussen. Ich glaube das nicht. Diese Drecksmilizschweine. Wer kommt denn dahergelaufen? Ach so. Der adlige Herr Lord Hagen persönlich. Für den König. Für den König. Für Innos. Mein Hof ist eine reine Katastrophe. Ich hätte gerne einen Eintopf. Ja, also ich bin bis jetzt auch echt begeistert. Bleischwanzen-Ragout, ich bin tierisch hungrig. Milizen werden hier nicht bedient. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Oh, ja, das war einer der besten Nächte, die ich je hatte. Jetzt habe ich auch die Söldner mit der Miliz zusammengetan. Besser kann es nicht laufen. Da ist dieser Dupelle. Gehen wir mal zu Sagitta. Sie hat auch ein Geschenk verdient. Zu Sagitta also. Ich werde ihn verfolgen. Richtig unauffällig. Mhm. Na, oh, er hat ihn überholt. Also das könnte auch so eine Anspielung an die Gothic-Logik sein, dass NPCs ja immer vorher da sind, ne? Ja, stimmt. Hallo, Sagitta. Schöne Weihnachten. Ich habe ein Geschenk für dich. Ah, du bist es. Dir auch frohe Weihnachten. Da bin ich mal gespannt, was du für mich hast. Ich habe für dich Waschechte Dracheneier. Vielleicht möchtest du einen Drachen aufziehen. Wow, ich bin sprachlos. Tausend Dank. Ich werde dir das stärkste Trank brauen, was du je gesehen hast. Das mache ich doch gern. Ich muss dann weiter. Wir sehen uns wieder. Gehen wir mal als nächstes zu Seekops Hof. Ich werde Till ein Taschentuch für seine Nase schenken. Der war echt gut. Nur zu schade, dass du gleich sterben wirst. Namenloser,
Du hast deinen Taschentuch vergessen. Hey, aber ich habe ihn noch hier. Ona, du bist es. Die Taschentücher werden nur nicht reichen, deinen Blut aufzuwischen. Ist die Pacht wieder fällig oder warum ist Ona so in Rage? Bist du immer noch sauer wegen Weihnachten? Ona, du musst endlich einsichtig werden. Ich bin einsichtig. Sag Hallo zu meiner neuen Waffe, die dich zerfetzen wird wie ein Blitz. Woher hast du die Klaue, Belia? Dexter und Raven haben mir ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht, um dich zu töten. Irgendwelche letzten Worte? Ona, du musst das nicht tun. Vertrau mir. Ein heiliger Geist wacht über dich. Stirb, Mistkerl! Wow. Oh, was war das denn? Ona, ich bin es wieder. Weißt du noch im Zelt? Ich wurde nicht von Namenlosen geschickt. Ich bin der Heilige Geist Enos und habe die Aufgabe, deine Seele zu heilen. Ich weiß, warum du so bist, wie du bist, und deswegen wird das Kind Enos dir helfen. Du weißt gar nichts über mich. Warum könnt ihr mich nicht alle in Ruhe lassen? Du hast so viel negative Energie in dir, und diese Energie wolltest du gerade an Unschuldige und den namenlosen Helden loswerden. Wegen dieser negativen Energie konntest du Kontakt zu Bea und deren Schergen aufnehmen. Ich weiß alles, ich war immer bei dir. Und diese Energie kommt von deiner Kindheit. Ich weiß, du hattest eine schwere Kindheit. Die Miliz haben dir und deine Eltern Unrecht angetan. Deswegen hast du die königliche Garde so sehr und wolltest einfach dein eigener Herr werden. Aber du musst mir vertrauen, alles Böse wird und hat seine Strafe bekommen und die königliche Garde von heute würde sich sowas im Schlaf nicht trauen. Okay, heiliger Geist, du hast gewonnen. Ja, deswegen bin ich so, wie ich bin. Ich habe mich immer hinter einer dicken Haut versteckt, aber innerlich bin ich eigentlich nicht so. Ich dachte, der Gier nach Land und Reichtum könnte mich besänftigen, aber durch meine Art, wie ich geworden bin, habe ich jeden ausgenutzt und verletzt. Ich werde mich ändern. Ich werde dieses Mal alles besser machen, als das, was diese dreckigen Mörder jemals begangen haben. Du wirst sehen, dein Leben wird ab jetzt besser. Und denke immer daran, du bist nie alleine. Ich wache immer über dich. Ich bin dein heiliger Geist. Naja, ich muss mich wohl für meine Taten entschuldigen. Der heilige Geist hat meine Seele geheilt. Aber das danke ich auch dir. Ona, ich habe es dir doch gesagt von Anfang an. Zum Glück bist du zur Vernunft gekommen. Der Heilige Geist ist sehr mächtig. Du kannst froh sein, so einen zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Du hast dein inneres Ich gefunden. Und das ist, was zählt. Komm, gehen wir zurück zum Weihnachtsfest. Heute ist der zweite Weihnachtstag. Was für eine geile Partie. Der Held weiß immer, wie man die Leute beeindruckt. Ich bin so high war ich nicht mal in so einem Flager. Der da hat echt starkes Zeug. Mein Mann war noch nie so lieb mit mir. Der Held hat magische Kräfte. Jo. Alter Schwede, der Ona hat Essensvorräte. Die habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, ich kann auf die Hügel hochklettern. Ja, und das war wohl das Ende dann. Es gab ein Happy End. Ja, hatte doch noch die gute Gesinnung des Weihnachtsfests für sich selber gefunden. Ja, auf jeden Fall war das sehr unterhaltsam. Ich fand auch, die 14 Minuten gingen doch recht schnell eigentlich vorbei. Ne? Also wenn man denkt, das ist ein langer Sketch, fand ich. Die Zeit ist schnell verflogen. Das heißt, die Geschichte hat einen doch mitgerissen. Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall cool gemacht hier mit dem Heiligen Geist, wie er dann da erst versucht hat, den Ona zu retten, wie er dann doch böse wurde. Also war schon vollgepackt, die Story. Also, ja, gab auch viele Anspielungen wieder aufs Spiel, ne? Und viele lustige Witze und Elemente an sich. Ich fand auch die Musikuntermalung gut. Ne? Ja, ich fand diese Weihnachtsmelodie ein bisschen nervtötend dann irgendwann nach so 2 Minuten, weil die am Anfang ja relativ lang lief. Stimmt, aber ich meine auch die Gothic-Musik, die eingespielt wurde, ja, genau, die war immer eigentlich recht passend, auch gerade noch am Ende, als dann dieser Heilige Geist aufgetaucht ist. Ich fand es aber sehr witzig, dass der Heilige Geist diese Gothic 3 Sklavinnen-Stimme hatte. Das hat dem Ganzen halt so einen lustigen Touch gegeben, aber ich glaube, das ist auch mit Absicht gewesen. Ich dachte schon die ganze Zeit, da kommt da irgendwann so, geh schon, ich darf nicht mit dir reden oder so.
Ja. Ja, aber sehr cool gemacht, vor allen Dingen auch, weil am Anfang auch ein paar Originalsprachfiles noch im Sketch vorkamen. Also es wurde nicht nur TTS benutzt, also das ist auch immer cool, finde ich. Ja. Dass er noch ein paar mehr Emotionen rüberbringt oder einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Ja, aber schon echt cool gemacht. Ja, ich denke auch. Und wenn der gute Crazy Dog Gaming da in Zukunft noch weitere Sketche macht, kann man sich auf jeden Fall freuen. Und ich denke, man sieht auch schon, der hat schon einige gemacht, der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ne? Also da waren schon ein paar coole Sachen dabei, coole Kampfszenen und ja. Was auch cool war, dass er sich halt immer zwei NPCs auch bewegt haben, als er dann da den Helden verfolgt hat mit dem Ona. Genau. Das ist auch ganz cool gemacht. Ich kenne das auch, also gibt es so einen Trick, dann läufst du einfach los und dann übernimmst du schnell den anderen Charakter, dann läuft er immer weiter geradeaus. Genau. Ist dann je nach Szene ein bisschen schwierig dann aufzubauen, vor allem wenn man dann noch die Kamera schnell bewegen muss. Zumindest im Vanilla Gothic. Jetzt ja, mit der EGMMs Mod. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, aber schon cool gemacht. Ja, die können wir auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, letztens gab es auch auf WOG einen Post über die Mod. Ah, okay. Ne, da hat, glaube ich, Don Esteban auch mal ein bisschen Werbung dafür gemacht. Könnt ihr euch auf jeden Fall runterladen. Da muss man sich ein bisschen auch reinfuchsen. Aber gerade an die, die jetzt hier regelmäßig vorhaben, Gothic-Sketche und so zu machen, es lohnt sich auf jeden Fall alleine, weil das so ein Zusammenwurf an allen Mods ist mit verschiedenen Rüstungen und, verschiedene Welten, die man bereisen kann. Man kann ja da in der Mod auch zum Beispiel die Gothic 1-Welt bereisen. Und kannst du halt auch diese coolen Kamerafahrten machen und das macht die Videos, das wertet die Videos dann auch nochmal auf. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine schöne Basis und ich würde sagen, gute Arbeit und ja, frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. So, dann machen wir weiter mit Gothic Weihnachten, Gothic Christmas, Horst von Roba Eisenblut. Let's go. Gib mir ein Schaf. Ja, du kennst es ja. Gib mir 100 Goldstücke und du kriegst ein Schaf. Da hast du. Also dann, nimm dir die. Ich habe keine Schafe mehr. Hey, gib mir mein Gold wieder. Entspann dich. Ich habe auch diesen Bock hier. Na schön. Ich glaube, die Typen vom Kloster wissen eh nicht den Unterschied zwischen Schaf und Bock. Wie heißt er denn? Horst. Er ist auch unser einziger Bock. Na gut, komm mit Horst. Horst wollte eigentlich immer ein ruhiges Leben führen. Er war ganz glücklich, den ganzen Tag auf der Wiese zu grasen und sich die Sonne auf das Fell scheinen zu lassen. Doch sein Leben sollte eine dramatische Wendung erfahren. Horst wurde aufgekauft und wurde in das nahegelegene Kloster gebracht. Alsbald schon stand Weihnachten vor der Tür und der oberste Feuermagier traf an jenem Morgen einige wichtige Entscheidungen. Du wirst zu Schafslust und du und auch du. Aber Meister Ploker, das ist kein Schaf, sondern ein Bock. Mann, pfui Teufel. Ich will keinen Schafschwanz als Wurst haben, Seegraf. Steck den Bock auf einem Spieß und lass ihn dann sich lustig um die eigene Achse drehen über ein schönes Feuer. Okilidokili, Meister Pyroka. Horst war kein gewöhnlicher Bock. Im Gegensatz zu seinen anderen Artgenossen verstand er die Sprache der Menschen. Am nächsten Tag war die Tür zum Kloster aufgebrochen. Meine schöne Klostertür! Welcher Vollarsch war das? Ich glaube, das war der Neue. Der wollte bestimmt den Bock ficken und der ist daraufhin vor Panik durch die Tür geprescht. Falsch! Lüge! Das sind alles Falkenios. Er redet in fremden Zungen. Er verbrennt ihn. Danach drehte sich jemand anderes lust. Was geht hier ab? Der Arme! Oh Mann, okay, ich brauche erstmal eine Pause. Das war jetzt sehr viel. Aber bis jetzt schon mal sehr, sehr lustig. Und ich finde es sehr cool mit dieser Erzählerstimme. Ne? Ich finde es auch cool, die Erzählweise da mit den, das sind ja keine Screenshots, hat das ja quasi auch mit so einem Zoom gemacht, ne, und dann als Video verpackt. Das ist schon echt cool gemacht. Ja. Ich habe noch mal ein bisschen zurückgemacht, aber ich musste mich gerade erstmal beruhigen. Er redet in fremden Zungen. gerade Ulta. Ulta macht mich immer fertig, wenn er redet, deswegen. Ja. Okay. Verbrennt ihn. Danach drehte sich jemand anderes lustig um die eigene Achse. Der Hammelhorst zog unbehelligt seines Weges über die Insel. Kein festes Ziel im Sinne. Er ging, wohin es ihm trieb. Die armen Wölfe gehäutet. Haben wir jetzt schon das zweite Schaf, was hier amok läuft? Ja. Ob es Pyroka ist? Kann ja nicht sein, weil er war ja selber in diesem Sketch, ne? Ja.
bis er eines Tages ein antikes Gebäude entdeckte. Horst stieg hinab, in die Finsternis, furchtlos und voller Neugier. Als er durch ein leuchtendes Portal schritt, verschwand er von diesem Teil der Insel und wurde bis dato nie wieder gesehen. 20 Jahre vergingen in der Welt der Menschen und Horst schritt aus dem Portal heraus. Er wusste nicht, dass so viel Zeit verging. Er hatte auch kein festes Ziel. Doch sobald er seinen Huf aus dem unbekannten Gebäude setzte, vernahm er eine Art Ruf. Etwas, das ihn anzog. Eine unsichtbare Kraft. Horst folgte diesem stummen Schrei. Warte mal, halt, stopp! Was zum Fick, Kommandant? Das ist doch keine Weihnachtsgeschichte, die du da erzählst. Klingt für mich wie aus einem Anime entnommen. Was beschwert ihr euch denn? Ihr habt gesagt, ich soll unserem Nestwäldchen eine Geschichte erzählen. Hauptsache, der Held ist so alt. Jetzt. Ich hasse Weihnachten. Das ist mir zu kommerziell geworden. Außerdem schaut euch nur ihr fettes Grinsen an. Dir scheint die Geschichte zu gefallen. Na schön, wenn du glaubst, dass das die richtige Geschichte zu Weihnachten ist. Du willst eine gute Weihnachtsgeschichte? Dann lies Schweinsgalopp von Thierry Pratchett. Also wo war ich stehen geblieben? Zwecklos, 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 Greg. Dein Stimm reicht nicht mal im Ansatz an die Kraft meines Stimms, Greg. Und dabei habe ich noch nicht mal meine Stimmpower eingesetzt. In extremo! Genug. Meine Energie ist gestillt. Du bist ein schwacher Mensch, der sich an sein Fleisch klammert. Nun erlebe die furchtbare Kraft meines Stimms, Corvus Corax. Corvus Corax! Verschlinge die Weh! Was zum Fick war das? Genug, ich werde euch hier und jetzt vernichten und... Riven, du hattest den Auftrag gehabt, die Weisheitswürfel zu bergen. Empfehlung, beende den Auftrag und komm zurück zum Hauptkern. Wie kannst du es wagen, mir Befehle zu erteilen? Fehlerhaftes Verhalten in Persönlichkeitsmatrix entdeckt. Leite Korrekturprotokoll, Schmerzen ein. Warte auf Beendigung. Protokoll erfolgreich ausgeführt. Öffne Konsolenbefehl. Anweisung, Auftrag beenden und beim Kommandanten melden. Hinweis, wir haben dich erschaffen, wir können dich wieder demontieren. Kommunikation beenden. Fürs Erste habt ihr gewonnen, doch wir werden uns wiedersehen. Corvus Corax, verschlinge das Sonnenlicht. Bis zum nächsten Mal, Greg. Das war's wohl mit meinem Schatz. Aber vielleicht habe ich etwas Besseres gefunden als ein Schatz. Danke, dass du mir geholfen hast, auch wenn er leider noch lebt. Sag mal, was hältst du davon, mit mir und einigen meiner Männern auf eine Reise zu gehen, um diesen Robo-Raven aufzuhalten? Wette, der Penner hat eine Menge Schätze abgestaubt. Es ist Zeit, hier mal wieder sauber zu machen. Sauber machen gegen Bösewichte wie Riven. Alles klar. Lass uns den Rest meiner Mannschaft zusammentorbeln und dann schnappen wir uns diesen untoten Bastard. Dies war der Auftakt zu einer epischen Reise für Greg und Horst und einigen anderen. Das ist eine Geschichte für das nächste Mal. An alle Kommandanten und Goffi-Spieler, ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ja, also ich bin
sehr begeistert, vor allem, weil er das, den Sketch von Weihnachten mit seinem eigenen Halloween-Sketch wieder verknüpft hat. Diese ganzen, diese ganzen Anime-Anspielungen, ich glaube, das ist auf JoJo's Bizarre Adventures. Ich kenne den Anime selber nicht, also ich habe nur davon gehört und letztes Mal haben das Leute halt geschrieben. Ich glaube, das hieß auch letztes Mal Greg Bizarre's Adventures, ne? Ja. Aber den Erzählstil fand ich mega cool, also mit Xardas als Erzähler quasi oder mit der Erzählerstimme von Xardas und dann die Geschichte um das Schaf, ne? wo man erstmal mit gar nicht mehr rechnet. Mega kreativ und ja, die Verknüpfung zu seinem eigenen Sketch, alle Anforderungen erfüllt, also besser geht's nicht. Also. Ja. Ja, echt cool gemacht, also damit hätte ich jetzt auch gar nicht gerechnet, ne? Also es ging ja mal komplett in eine andere Richtung. Mhm. Und wie gesagt, haben wir ja schon am Anfang angesprochen, dieser Erzählstil. Das ist schon echt cool gemacht, dann mit dem Voice-Over auch. Also das ist schon echt cool gemacht. Ja. Und vor allen Dingen halt die ganzen ja, visuellen Effekte und Überblendungen. Ne? Gut, einmal hat er quasi diese Konsole ja aufgerufen und da quasi was reingeschrieben. Das war cool gemacht. Ja. Aber auch so die generell diese Einblendung, die er gemacht hat, auch dieses Auge, dieses Monokel beim Helden, als er die Geschichte erzählt hat. Mhm. Oder natürlich auch der Terminator, der ja schon im Halloween-Sketch vorkam. Das war schon echt cool gemacht. Ja, da kann man nur sagen, Hut ab, da steckt mega viel Arbeit drin. Und ja, ich bin gespannt, was du in Zukunft dann auch noch machst. Das hat mir auf jeden Fall mega gut gefallen oder uns. Und ja, danke schön für die Einsendung und ja, vielen Dank. Frohe Weihnachten noch. Genau, frohe Weihnachten noch. Gut, dann geht es jetzt weiter mit einem Video von der Remulator. Den sollten einige vielleicht auch schon kennen. Wir beide waren schon bei ihm im Podcast. Ne? Also, genau, wenn ihr noch Interesse am Podcast habt oder an anderen ja, Reviews zu Retro-Spielen, dann checkt gerne mal seinen Kanal aus. Genau. Und ja, Gothic Weihnachten, wenn Weihnachtsfeiern eskalieren. Let's go. Bin sehr gespannt. Ich auch. Achtung, der folgende Clip ist reine Satire und keinesfalls ernst zu nehmen. Alle Akteure sind volljährig und wurden nicht gezwungen, diesen Film zu drehen. Das ist auch wichtig, dass man das sagt. Also ich vergesse diese Einblendung immer wieder. Ja. Servus, ich bin der Remulator. Und heute steigt eine vierte Weihnachtsfeier. Den ganzen Bums haben Jorgenson und Ile Seven organisiert. Die Partys der beiden müssen übelst eskalieren. Geil. Wie es sogar nennen wird. Na, dann schauen wir mal. Ja, leck mich doch am Ärmel. Hier ist aber auch die ganze Prominenz versammelt. Grüß dich, Koka. Geil. Du solltest weniger saufen. Früher habe ich ja persönlich auch ganz gerne Bier getrunken, aber mittlerweile bin ich halt eher auf Wein und Obstbrand umgestiegen. Ne, so einen kurzen Obstler so in den Sitzsack setzen, so die Aussicht aus dem Fenster genießen und so. Okay. Also ich muss sagen, das ist schon mal sehr kreativ auch. Ne? Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich gehe mal davon aus, dass er aus den Podcasts einfach mal so Sachen rausgeschnitten hat und dass wir jetzt alle bestimmt irgendwie auftauchen. Sieh an. Schulz ist auch hier. Grüß dich, Schulz. Machen wir heute ein Fass leer. Hey Remo, wir könnten doch auch Karten spielen. Nee, lass mal stecken. Ach, Pyroka. Deinen feinsten Arsch habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Halt die Klappe und geh Nintendo spielen. Gott, ich hasse Weihnachten. Nichts wie weg hier. Scheiße. Alter, du solltest mal wieder einen wegstecken. Da hat er recht. Jetzt sollte ich mal den Gastgebern Hallo sagen. Grüß dich, Seven. Hi Remo, grüß dich. Lassen wir heute die Sau raus. Yippie-hi-yay, Schweinebacke. Guter Mann. Jorgenson, ich grüße dich. Lass uns mal schön um die Wette saufen. Ich grüße dich auch und übertreib mal nicht so. Ich hab dir das mitgebracht. Geil. Oh, großartig. Ich grüße dich auch und übertreib mal nicht so. Ich hab dir was mitgebracht. Was mitgebracht? Hier diese Sumpfhalt-Zähne. Das ist mein Geschenk an dich.
Danke für die Blumen. Ach, schau an. Windy, der alte Hund, legt heute wieder auf. Grüß dich, Windy. Hallo, Remu. Was geht ab, Diggi? Spiel mal was, wo der Gitarrist nicht im Urlaub ist. Spiel als nächstes Metal. Als nächstes Metal. Mach mal das und das. Mach doch, mach du doch. Ja, das ist etwas, ne, Grüße gehen raus an Windy. Das ist so, er released gerade irgendeinen Hip-Hop-Track und jemand schreibt da drunter, ja, mach mal jetzt als nächstes Metal. Das ist, genau, oder als nächstes Eurodance oder so, immer die nächsten Wünsche schon. Ja, man hat gerade wochenlang an so einem Song gearbeitet und so, mach doch dies und das. Ja, mach mal eben. Ja, ach, der Arme. Na dann, wege ich mal die Scheibe von Six Finger Check auf. Alter, jetzt geht's ab. Xardas im braunen Kleid. Sich in Schale geschmissen. Scheiße, ich muss pissen. Einfach in die Ecke. Aua. Was riecht hier so eklig? Es ist Zeit hier mal wieder. Ah, dieser. Ah, das ist so lustig. Das sauber zu machen. Nach mehreren Stunden Party hart. Was? Hat er das bei dir auch quasi, hast du das für ihn aufgenommen oder das ist auch irgendwie aus so einem Podcast oder Display rausgeschnitten? Ich war ja auch mal bei ihm im Podcast zu Gast, glaube ich auch in seinem Halloween-Special war das, da haben wir über Bloodborne und so geredet und waren Ausschnitte daraus. Also okay, ich habe nicht extra nochmal was eingesprochen. Habt ihr extra eingesprochen? Also das, was ich da eingesprochen habe, war extra für ihn nochmal. Mhm. Ja, deshalb dachte ich, du hättest das jetzt auch extra gemacht, aber dann hat das wohl aus dem Podcast genommen. Ja, ja. Er hat mich, glaube ich, auch noch gefragt. Aber es ist jetzt schon ein bisschen her. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher gewesen, aber ich war jetzt auf jeden Fall sehr überrascht. Aber ist eine sehr lustige Idee. Ja, auf jeden Fall. Oh, da liegt schon der eine oder andere. Du machst mich so geil. Lass uns ein ruhiges Plätzchen suchen. Ohne was zu trinken, aber nicht den billigen Füßel. Ich will den Bordeaux, den aus Jorgen sonst stübe. Dann wir machen Knickknack. Jetzt schnell den Wein. Und dann Knickknack. Oh, liegt ein Schafsfell. Warum liegt hier eine Robbe? Ist das etwa Pyro? Naja, egal. Ja, gleich. Fester, fester. Was sind das für Geräusche? Jetzt kommt's mal. Hol dir die Höhe. Oha. Ist was. Schafe wissen, wer der Babbo ist, wenn er von dem Kamin im Sessel sitzt. Servus. Ich möchte mich an der Stelle bei Jorgensohn, Koga, Windy, Scholz und Iverseven für ihre Stimme und vor allem für ihre Unterstützung danken. Sollte euch die Musik von Six Finger Check gefallen haben, dann schaut doch mal bei ihnen vorbei. Links sind in der Infobox. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis bald, Servus. Jo. Sehr cool gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool gemacht. Coole Anspielungen. Ich finde es auch witzig, dass man sogar uns hier mit reingebaut hat. Eine sehr lustige Idee. Ich weiß nicht, ob wir das heute nochmal sehen werden. Aber hat mir gefallen und auch generell so Party-Stimmung, windiges Beats. Ne? Was will man mehr? Genau, also echt gute Community-Einbindung hier in dem Sketch und generell coole Party-Szenen und gute Lacher mit drin. Echt cool gemacht, Remu. Ja, ich hoffe, da kommt in Zukunft auch noch mehr. Genau, jetzt musst du regelmäßig abliefern. Genau, als nächstes Metal.
Okay, dann springen wir mal rüber zum nächsten Video. So, da sind wir beim nächsten Video. Familiendrama zum Fest von RPG Kurga. Let's go. Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen und sollen Freude wecken in allen Herzen. Ihr lieben Novizen, Bürger, Söldner und Plagen, was soll er euch singen? Was soll er euch sagen? Ein jeder das Fest mit seiner Familie verbringt. Auch jener Feuermagier, der zwar alt, aber noch nicht hinkt. Ein Magier noch frisch im Herzen und Geiste. Auch wenn manchmal knackt seine Leiste. Hat schon gesehen Kriege, Barriere und Pest. Und eigentlich hasst er ja dieses. Scheiß Weihnachtsfest. Kotzt mich schon wieder so richtig der Bahn. Keinen Bock. Immer diese Leute, die sich ein frohes Fest wünschen und so scheinheilig Geschenke austauschen. Egal. Und jetzt hänge ich hier wieder bei Rosi rum. Hätte ich damals meinen kleinen Innos bloß früher rausgezogen, dann wäre dieses ganze Drama mit Till und Sekop nicht so eskaliert. Naja, zumindest weiß niemand, dass Till mein Sohn ist und er nicht von diesem Menschenschinder entsprang. Sekop war aber auch massiv Hacke in jener Nacht gewesen. Ich hätte seine Frau direkt neben ihm vernaschen können, das hätte er nicht mitgeschnitten. Herr Geroka, ich wusste gar nicht, dass Sie uns schon so früh zum Fest besuchen kommen. Mein Sohn. Mein Junge. Nun, ich bin nur auf der Durchreise und genehmige mir eine Pause. Du weißt ja, dieses Jahr findet die ganz große Feier bei Ona statt. Ja, gut, verstehe. Möchten Sie etwas trinken, Herr Pyrokar? Nimm mich ruhig, Daddy, einfach Pyrokar. Das ist okay. Deine Mutter Rosi hat mir bereits ein Getränk zum Aufwärmen gegeben. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten dieses Jahr, Till? Ich dachte, sie mögen dieses Weihnachtsfest gar nicht. Aber gut. Ja, also ich. Im Herbst hat ein namenloser Typ meine Freundin, die Erika, getötet. So ein Fall waren ihre Lieblingstiere. Hauptsache der, ne, an die Anspielung an den Halloween-Sketch von mir. Ich wünsche mir einen Sumpfhölzern als Erinnerung. Das tut mir leid für dich. Du, wünschst dir also einen Sumpfhölzern? Ganz genau. Na, mal sehen, was sich da machen lässt. Ist das eigentlich eine neue Robe, die Sie da haben? Ja, von Lutero Design. Shishamanakoi. Herr Pyroka hat gesagt, er wird mir vielleicht einen Sumpfhölzern schenken. Ach ja, hat er das, mein Schatz? Das ist ja ganz nett vom Meister Pyroka. Dann sei schön brav bis zum Heiligen Abend. Ja, Jochai. Gehst du bitte den Weg zur Scheune freischaufelnd mit Balthasar? Er braucht etwas Hilfe. Ist gut, Mama. Mach ich. Dam, 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 la, la, la. Ich mach den Weg jetzt frei. Oh Mann, immer wenn man bei TTS sowas eingibt, ne? Ja, die random Sounds. Vor allem der Sprecher von Milton hier, der atmet auch immer so nach, selbst beim TTS. Das ist immer sehr witzig. Coole Kameraperspektive. Ja, dachte ich mir auch gerade. Er wird nie erwachsen, oder? Keine Ahnung, wie ich bei ihm versagt habe. Er verhält sich wie ein 14-Jähriger im Körper eines 4 und... Wieso fegt da Xardas? Hauptsache, die machen den Weg halt frei mit so Haken. Ja. Vielleicht ist alles schon zugeeist, ne? 20-Jährigen. Liegt es an Sekop? Ich habe absolut keine Ahnung. Er hat vorhin was von einer Freundin namens Erika gesagt. Ja, die Geschichte. Hallo, hier oben sind meine Augen. Vor ein paar Monaten im Herbst kam der namenlose Kerl und hat sie getötet. Vor seinen Augen. Aber wieso? Er kann sich auch nicht konzentrieren. Ich hätte schon Lust, Opa zu werden. Sie war eine Harpier. Mann, ich muss pullern. Maul halten, weiter schippen. Eine Harpier. Frag besser nicht. Der Junge ist ja ein richtiger Trottel. Du sag mal, wer schwingt denn da den Besen in der Scheune? Ist das etwa Xardas? Ja. Er kommt 2-3 Mal im Jahr und macht hier Bissen sauber. Er meinte, er habe da so ein Deal mit Sekop. Frag mich nicht, worum es da geht. Er verstaut hier irgendwelchen Kram und dafür ja. Du siehst ja, was er hier macht. Oh, scheiße. Was geht denn jetzt hier ab? Fuck. Ah, oh, bei Inno, ich meinte Billa. Ich muss echt mit den harten Drogen aufhören. Okay.
Erstmal weiterfegen. Es ist Zeit, hier mal wieder sauber zu machen. Der Alte macht mir echt Angst. Verpiss dich aus meinen Gedanken. Geil. Ah, Junge. Oh, okay, ich finde alleine schon diesen Deal sehr cool, ne? Sardas macht da sauber und dafür darf er dann Sekops Truhe benutzen. Ja. Schon ich cool. Wärme mich noch etwas auf, bevor ich zu Ona gehe. Was meinst du? Hättest du noch 1-2 Stunden mehr Zeit für mich? Oh, du schlimmes und unartiges Mädchen. Ich werde dich wohl demnächst wieder mit meiner Route bestrafen müssen. Aber nicht heute. Ona hält mir sonst wieder einen Riesenvortrag, wenn ich zu spät komme. Sonst kommst du ja immer zu früh. Wir treffen uns in 2 Nächten wieder bei Sagitta. Sie weiß etwa schon Bescheid. Oh ja, die Ferkeleien, die sie diesmal mit uns probieren wollte, klangen echt spannend. Oh, cool. Okay. Ich freue mich schon. Ich hoffe, es ist nicht die Sagitta aus deinem Halloween-Sketch. Oh, ja, stimmt. Obwohl, sie ist ja eigentlich tot. Eigentlich ja. Lass uns nicht zu lange warten. Du weißt ja, wie wichtig es mir ist, euch meinen weihnachtlichen Segen zu verteilen. Mhm. Frohe Weihnachten, schöner Mann. Ja, ebenso schöne Frau. Augenbrauen. Ich lasse übrigens noch das Weihnachtsgeschenk hier. Mach's gut. Ich bin der beste Milf Hunter EU-Wiss. Da kommst du einmal vom Fremdkind zurück und dann sowas. Rosi kann etwas erleben. Nun ist alles gesagt. Nun ist alles getan. Familiendrama hin oder her. Egal, ob reich oder arm. Die Glöckchen derweil am Baume erklingen. Und der Innos-Novizenchor beginnt allmählich zu singen. Pyrukar wird den Mädels seinen Segen schenken. Hoffentlich konnte ich euch etwas mit diesem Video ablenken. Bitte vergesst für einen Moment Krieg, Krise und Leid. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Weihnachtszeit. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Auch cool, dass jetzt hier nochmal so ein Abspann kommt, ne? Mhm. Und, echt cool gemacht. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte nur sagen, auch mal wieder interessant, so der Erzählstil, auch wieder mit Erzähler. Kurga hat selber mal den Erzähler genommen, in Reimform, auch sehr schöne Idee, passt ja auch zu Weihnachten. Mhm, ist mir auch sehr positiv aufgefallen, ja. Und ansonsten denke ich auch hier erstmal eine witzige Geschichte natürlich, viele Anspielungen auf alte Sketche, auf Gothic selbst und schöne Kameraperspektiven. Also gerade bei Kurga merkt man auch, finde ich, so wenn du es vergleichst mit den Sketchen von vor einiger Zeit noch, dass er richtig irgendwie nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Und ich fand die letzten Sketche mal sehr, sehr gelungen und der hat sich da auf jeden Fall gesteigert. Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Hat sich echt Mühe gegeben hier. Man merkt da, dass da sehr viel Arbeit drin steckt. Und jetzt so der Abspann, so viele kleine Details hier da eingebracht hat. Du hast ja auch schon da die Reime genannt, da in der Erzählform am Anfang mit so und am Ende. Also sehr, sehr schön gemacht. Ein schöner, würdiger Weihnachtssketch. Denke ich auch. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Unterhaltung. Grüße gehen raus an dich, Kurga. Schöne Sache. Genau. Und nochmal frohe Weihnachten von uns an der Stelle. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem React auf meinem Kanal. Den zweiten Part könnt ihr dann bei Evil 7 gucken. Und genau. Ja, dann würde ich sagen, checkt das mal aus. Alle Links zu den Videos, die wir hier angeguckt haben, findet ihr in der Beschreibung. Geht bitte gerne auf die Kanäle nochmal drauf. Falls ihr dort das Video nicht anguckt nochmal, dann lasst es zumindest mal durchlaufen. Und gebt da ein Like und lasst einen Kommentar da. Ja, weil ich meine, auf jeden Fall, ja. Das ist so das Mindeste, was man tun kann. Wir bedanken uns nochmal herzlich an allen Leuten, die hier mitgemacht haben. Und also bis jetzt wurde ich super unterhalten. Freut mich, dass die Community hier so viele Videos macht und so viele Leute auch jetzt noch dazukommen, die Videos machen. Ich hoffe, da kommt in Zukunft noch mehr. Und ja, ich bin einfach nur begeistert. Nochmal Grüße gehen raus an alle und großes Dankeschön. Ja, auch du hast alles gesagt, alles Wichtige. Also schön, dass so viele mitgemacht haben, dass die Community so groß ist wie eh und je und so tollen Content produziert. Also danke dafür und frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten.